Alter, was geht ab, Leitung hier? Heute mit einem kleinen, ja, einer kleinen Talkrunde. Einer kleinen gemütlichen Talkrunde. Ist kalt draußen. Wir haben ein relativ wichtiges Thema. Der krasseste Ort in, ich weiß nicht, Deutschland, Europa, der Welt. Wer weiß es? Auf jeden Fall Deutschland. Der krasseste Ort zum Pokémon-Spielen. Ja, den gibt's nicht mehr. Das war Zentro Oberhausen. Hab gestern ein paar Nachrichten bekommen. Ey, Hong, hast du schon gehört? Ja, die Stops im Zentro sind weg. Erstmal, was ist Zentro? Das ist ein Einkaufszentrum in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich richtig erinnere. Und Niantic hat halt eine Partnerschaft mit diesen Einkaufszentren. Um genauer zu sein, Unibail Rodamco. Und die haben halt verschiedene Einkaufszentren in Europa. Unter anderem zum Beispiel Pasing hier in München, Zentro Oberhausen, aber auch so Sachen in Kopenhagen, Amsterdam. Also eigentlich überall in Europa. Und in Oberhausen, da war ich auch schon mal. Da war die Safari-Zone 2017. Check die Videos auf jeden Fall nochmal ab. War eine coole Zeit, war richtig krass dort. Erstes Mal Spieletrend kennengelernt. Reverse habe ich da auch kennengelernt. Julian kannte ich davor schon. Und ja, war eine geile Zeit. Und die Stops dort, die gingen richtig krass ab. Ich zeige euch mal einen Screenshot. Das war echt übertrieben. Also, wir haben hier in Pasing, keine Ahnung, 15 Stops oder so. Das waren keine Ahnung, ich sag mal 100 Stops. Also, ihr seht ja, wie krass das da war. Ich kann persönlich jetzt nicht sagen, wie krass es ist, zu spielen, weil Safari-Zone, ich bin gar nicht ins Spiel reingekommen und wenn, dann hatte ich kein GPS. Also spielerisch habe ich da eigentlich gar nicht gespielt. Aber ich weiß, das ist so krass, dass Leute für verschiedene Events, Staub-Events, EP-Events oder so, extra da hinreisen und sich da eine Stunde oder 1,5 Stunden Fahrt auf sich nehmen, nur um da dann zu grinden, was auch Sinn macht, was auch richtig effektiv ist. Ich weiß zum Beispiel Reversal, der wohnt in Holland und ist nur eine Stunde oder so von ihm entfernt. Und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, bei den C-Days, da wird es dann richtig krass abgehen. Ich meine, C-Days allgemein. Die ganzen Spieler kommen aus ihren Löchern gekrochen, um sich ein Shiny und die Spezialattacke abzuholen. Und jetzt, seit einer gewissen Zeit, ist C-Day immer Samstag. Manchmal auch Sonntag gewesen, aber meistens immer Samstag. Samstag, deswegen gehe ich auch eigentlich nicht mehr nach Pasing. Weil Samstag sind auch die normalen Leute in den Einkaufszentren. Und dann treffen die aufeinander und dann sind das einfach zu große Massen. Und wenn es schon in Pasing so eklig ist, kann ich mir erst recht vorstellen, wie krass dann in Oberhausen abgehen soll. Und da kommt halt das Problem ins Spiel. Und da lesen wir mal. Also wie war das? Also gestern wurden die erstmal entfernt, ja. Überraschend, keiner wusste Bescheid. Es gab nur Vermutungen. Und dann kam heute. Heute kamen zwei Statements. Eins von Pokémon Go Deutschland, also von Niantic an sich, Pokémon, auf der Facebook-Seite. Und dann eins von Oberhausen. Lesen wir erstmal das von Niantic auf der Facebook-Seite. Ich blende es hier ein für euch. Pokémon Go Deutschland, ja. Trainer. Zum kommenden Wochenende. Was eigentlich nicht stimmt, weil die wurden schon entfernt. Werden gesponserte Pokéstops und Arenen aus dem Zentrum Oberhausen entfernt. Wobei eine große Anzahl an Pokéstops und Arenen erhalten bleibt. Vollkommener Schmarrn. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin eine tolle Zeit mit Pokémon Go während eures Besuchs in diesem Einkaufszentrum verbringt. Und bitten euch, auch zukünftig den anderen Besuchern gegenüber aufmerksam und zuvorkommend zu sein. Das ist das Problem. Viel Erfolg, während ihr an diesem Wochenende alle Entwicklungen von Evoli und Raichu in dessen Alola-Form in Raid-Kämpfen herausfordert. Oh ja, nach Tara und Psyana Solo-Raids, ich bin gespannt. Aber hier hört ihr es auch nochmal. Es ging um die Interaktion zwischen den Pokémon Go-Spielern und den Nicht-Pokémon Go-Spielern. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, die Post, auch so Beschwerden von Nicht-Spielern an der Zentrum-Pinnwand von Facebook. Da hat sich einer beschwert über die Pokémon Go-Spieler und dass sie halt einfach nur dumm rumstehen und eigentlich keinen Profit oder so bringen. Und dann kamen natürlich viele Kommentare. Ja, die Pokémon Go Spieler kaufen viel, essen viel, dies, das. Aber ja, auf jeden Fall, C-Day geht immer krass ab. Und erst recht dort. Und einer der Hotspots dort, wo es halt gutes Internet oder gute Verbindung gibt und wenig GPS-Probleme, ist eben diese Oase. Das ist so wie bei hier in München, in Pasing, der Food Court. Nur tausendmal krasser. Und da kann man halt sitzen, aber eigentlich ist es halt natürlich für die Gäste, die essen schnell und dann gehen sie halt weiter. Aber die Pokémon Go Spieler, die essen halt nicht schnell. Die chillen halt nur dort. Und ja, natürlich, man muss sich nicht mal irgendwie falsch verhalten, wenn einfach so viele Leute auf einem engsten Raum sind. Die müssen nicht mal irgendwie frech werden oder so. Da heulen schon die Nichtbesucher, sag ich mal. Da wird es halt immer Konflikte geben. Wir müssen ja nicht mal irgendwelche Streitereien ausbrechen. Und die Leute können einfach so schon genervt sein, weil da einfach zu viel los ist. Und dann kommen halt die ganzen Beschwerden. Jetzt lesen wir noch das, was Centro dazu geschrieben hat. Ja, das war schon sehr traurig, sag ich mal. Das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Vor allem, ich war ja dort, ich habe auch den Manager kennengelernt. Und er hat jetzt halt geschrieben, wie ihr nun bereits erfahren habt,
wurden die allermeisten Stops und AGs im Zentrum gestern Abend entfernt. Wir entschuldigen uns, dass wir euch nicht vorher informieren konnten. Wir mussten an den Community Days im Oktober und November die Erfahrung machen, dass C-Days an Samstagen in der Winterzeit im Zentrum nicht funktionieren. Kann ich mir vorstellen. Das Zentrum gibt ein Kundenversprechen, einen angenehmen Freizeitaufenthalt und im Zentrum einzukaufen, zu essen und zu trinken. Dieses Versprechen konnten und können wir an Samstagen mit C-Days nicht mehr erfüllen. Zu viele Pokémon-Spieler treffen auf Nicht-Pokémon-Spieler. Es gab Zwischenfälle in der Oase unter Spielern und Gästen sowie mit unserem Personal. Nach jedem C-Day bekamen wir eine Flut von Mails und Beschwerden, sowohl von Spielern als auch Nicht-Spielern. Und das zu einer Zeit, in der das Zentrum sich nicht dem Besucheraufkommen der anstehenden Weihnachtszeit gestellt hat. In einiger dieser Beschwerden von Pokémon-Spielern wurde gefordert, dass wenn wir das alles nicht hinbekommen, sollen wir doch alles löschen. Das haben wir nun veranlasst. Ich lache, also ich finde das richtig geil eigentlich. Weil es gibt immer die, die ihr Maul aufreißen und Besserwisser sind. Und dann immer so einen Schmarrn labern und ja, direkt in die Fresse. Eigentlich ein trauriges Thema, aber für alle, die ihr Maul aufreißen und sich immer beschweren. Und dann sowas sagen halt wie, hey, wenn ihr es nicht hinbekommt, dann löscht doch die Stops. Anstatt irgendwie konstruktiv zu sein. Das ist das Wort, das ich suche. Die Leute, die halt nie konstruktiv sind. Ja, direkt in die Fresse. Das finde ich richtig geil von denen. Scheiß auf die. Aber jetzt schweifen wir ab, jetzt rede ich über meine eigenen hier Emotionen, was konstruktive Kritik angeht. Das ist egal jetzt, weil ich garantiere euch, keiner von denen, die gesagt haben, die sollen sich löschen, weil die es nicht hinbekommen, hat irgendwie geholfen und eine Idee gebracht, um das zu verbessern. Und keiner von denen wollte wirklich, dass Centro das löscht. Aber ey, Pech gehabt. Einige der Spieler, die ich über diese Entscheidung schon persönlich in der Oase informiert habe, konnten die Entscheidung nachvollziehen. Ganz ehrlich, kann ich auch. Obwohl gerade sie am meisten darunter leiden. Insbesondere für die Gäste tut es mir leid. Da muss man natürlich sagen, dass es natürlich viele Spieler gibt, die sich an die Regeln halten, die sehr nett sind, die keinen Stress machen und ja, es werden alle bestraft wahrscheinlich für die Fehler, das Fehlverhalten von wenigen. Das ist halt meistens so im Leben. Ein Ausdünnen der Stops und Verlagerung nach draußen auf dem Weihnachtsmarkt hätte das Problem nur verlagert. Das war für uns keine Option. Unser Vorschlag, die C-Days nur auf Sonntage zu legen, wurde leider abgelehnt. Ja, offensichtlich, weil C-Days sind weltweit. Da kann man nicht auf ein Einkaufszentrum Rücksicht nehmen. Tut mir leid, Mann. Die Enttäuschung von den Spielern ist verständlich. Aber wie gesagt, das Zentrum ist ein Shoppingcenter und für die Gäste, wir aber auch für unsere Shops verantwortlich. Aus meiner Sicht war das der einzige logische Schritt nach den Erfahrungen im Oktober und November. Das ist schon hart, weil ich nehme an, der Manager entscheidet das. Respekt an ihn erstmal. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der lokalen Pokémon Go Community für die allzeit gute Zusammenarbeit, gerade zum Safari-Event. Ich war dabei, ja. Das war echt eine geile Zeit, war super schön dort. Die haben sich auch richtig viel Mühe gegeben. Und eure Wunschbaumspende im vergangenen Jahr. Es war uns eine Freundin, mit euch zu jagen. Heute. Ja, so ist es. Und jetzt ist wahrscheinlich der krasseste Ort zum Pokémon-Spielen in Deutschland weg. Was ich sagen kann ist, ja, Taten haben immer Reaktion, Aktion, Reaktion, Taten haben immer Folgen. Darüber sind sich so viele Menschen nicht bewusst. Für alle diese Menschen, die haben das verdient. Für alle Unschuldigen, die haben das natürlich nicht verdient. Das hat jetzt nichts mit der Zusammenarbeit zwischen Niantic und Unibail Rodamco zu tun. Das heißt nicht, dass andere Einkaufszentren gefährdet sind. Das heißt jetzt auch nicht, dass Parsing da die Stops gelöscht werden. Vor allem bei uns ist es so, dass die Stops alle draußen sind und deshalb recht viel Platz und eigentlich gehen die Leute nur rein, wenn es halt kalt ist oder schneit oder regnet. Ich kenne den Manager von Parsing. Ich könnte ihm mal schreiben und ein paar Fragen stellen und wie das so ist dort, also in Parsing. Ob es da auch schon Beschwerden gab oder wie er die Zusammenarbeit sieht. Ob die profitabel ist oder so. Ich habe keine Ahnung, ob er die Fragen beantwortet, aber das sind so Fragen. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich ihn fragen könnte. Das sind so Sachen, die mich interessieren würden und was seine Meinung ist zu. Ich nehme mal an, die kennen sich alle untereinander. Die gehören ja alle zusammen von Unibail Rodamco. Ich denke mal, da gibt es so einmal im Monat so ein Manager-Treffen, wo alle Filialleiter da sich treffen oder so. Also ich denke, die kennen sich schon untereinander und quatschen da und dann kann ich ja mal seine Meinung fragen, was er über die Sache in Oberhausen hält. Ist natürlich sehr schade. Weil wie gesagt, es war so krass dort. Die Leute sind von fern dahin gereist, um besondere Events zu nutzen. Ich meine, für Münchner ist Parsing der krasseste Ort zum Spielen. Aber es ist nicht krass genug, um von weiter weg dahin zu fahren. Dafür lohnt es sich nicht. Es sind nur 15 Stops oder so. Also für Münchner dort ist zwar super,
Aber jetzt als Außenstehender würde ich nicht sagen, oh, heute wir müssen nach München, nach Pasing oder so. Aber Centro war eben schon das. Das war auch Spoofer-Paradies natürlich, weil die ganzen Spoofer dahin gehen konnten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es war halt so krass, dass sich ein Ausflug dahin gelohnt hätte. Und ich wäre auch auf jeden Fall nochmal dahin gefahren, irgendwann mal. 2019 wahrscheinlich irgendwann. Ja, aber das kann ich jetzt von meiner Liste streichen. Ja, das war so das Thema. Stops in Oberhausen sind weg, Zentrum Oberhausen. Aber kein Grund zur Panik, falls ihr aus einer anderen Stadt seid und ihr da gesponserte Module habt. Es hatte nichts mit der Zusammenarbeit zu tun, sondern eher ein Problem mit den Spielern dort, den Nichtspielern und dem Zentrum. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's erstmal von mir. Checkt das Video ab, wo ich mein erstes Cressilia fange. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.